In ihrem Projekt beleuchtet die Deutsche Schule Santiago ihre Geschichte während der chilenischen Militärdiktatur von 1973 bis 1990. Die Schülerinnen und Schüler besuchten dazu Erinnerungsorte, arbeiteten in Archiven und interviewten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Dadurch wurde ihnen deutlich, wie sich eine totalitäre Politik bis auf die Ebene der Schulgeschichte und in die Gegenwart hinein negativ auswirken kann. Über positive Beispiele von oppositionellen und widerständigen Angehörigen der Schulgemeinschaft lernten sie wichtige Instrumente wehrhafter Demokratie kennen, zu denen auch Toleranz und Dialog mit Andersdenkenden gehört. Natürlich habe ich viele Details über die Geschichte von Chile von unserer Schule gelernt. Die Zusammenarbeit mit neuen Menschen bei diesem Projekt. Wie die Arbeit mit Zeitzeugen funktioniert. Die Ergebnisse sind in einem zweisprachigen Buch auch für nachfolgende Generationen dokumentiert. Unsere Schülerinnen und Schüler haben im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte geschrieben. Als wir das Buch, unser Ergebnis der Projektarbeit der Schulöffentlichkeit vorgestellt haben, da habe ich gesehen, wie wichtig dieses Projekt für die Deutsche Schule Santiago selbst war. Die Diktatur ist ein aktuelles Thema, auch wenn ihr Ende bereits 30 Jahre zurückliegt. Sich an die Vergangenheit zu erinnern, um die Gegenwart zu verstehen. Ohne Geschichte gibt es keine Zukunft. Dass die Vergangenheit unsere Zukunft aufbaut und dass das von uns abhängt. Und hier lernen wir aus Fehlern, um in Zukunft eine bessere Gesellschaft zu schaffen.